Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg der Schwarm, oder genauer gesagt hier um Robert Craig. Dafür befinde ich mich jetzt hier im Gebiet Sturmheim und zwar bei 7857. Leider steht der Robert Craig auch nur da, wenn gerade die Weltquest auf Geheiß meines Tieres da aktiv ist. Also ihr könnt die Weltquest bereits abgeschlossen haben, aber natürlich muss der Robert auch dastehen noch, damit man ihn auch bekämpfen kann. Und ja, das Team gegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir nehmen hier Bernsteinstecher mit glühendes Toxin, Bärengefängnis und Kokonschlag. Dann eine Motte mit den Attacken gegen Zauber und Blitzschlag herbeirufen. Da kann man grundsätzlich frei wählen aus diesen 5 hier. Ich nehme jetzt halt einfach hier das mit den schwächsten Kraftwerten, um euch zu zeigen, es geht auch so. Weil ja, die Geschwindigkeit ist an den meisten Stellen eigentlich irrelevant. Man sollte eigentlich immer, also an den meisten Stellen immer schneller sein als der Gegner. Deshalb sollte es da nicht so wichtig sein wegen dem Tempo. Dann noch Leerenglüher. Hier ebenfalls habe ich halt einfach das genommen mit den schwächsten Kraftwerten jetzt bei mir. Und hier arbeitet man mit Giftpeitsche, Giftprotokoll und blendendes Gift. Aber eben, da sollten eigentlich alle Breeds ja den Job erledigen können. Beginnen wir gleich mal den Kampf. Nur so als kleiner Hinweis zu Beginn. Es kann sein, dass der Ablauf nicht immer gleich abläuft. Vor allem der Wundpass arbeitet meistens nicht gleich. Also von 10 Versuchen vielleicht mal einer. Ja, arbeitet irgendwie plötzlich mit Wasserjet anstatt Kopfstoß oder der Winterschlaf läuft nicht immer gleich ab, aber sollte auch da nicht allzu tragisch sein. Aber beginnen wir gleich mal den Kampf hier mit dem glühenden Toxin. Dann Bärengefängnis, um halt den Gegner betäuben zu können. Und somit können wir im Hintergrund ja mit dem glühenden Toxin ein wenig Schaden austeilen. Dann wieder das glühende Toxin, das trifft bereits den Wundpass und da der Gegner eigentlich hier an den meisten Stellen Kopfstoß einsetzt, konnten wir das mit dem Kokonschlag. Ich weiß jetzt nicht, an was es liegt, wegen dem Wasserjet oder Kopfstoß, was zuerst eingesetzt wird. Es hat meistens, glaube ich, vielleicht mit der Gesundheit zu tun, aber sollte ja in den meisten Fällen so ablaufen. Dann sollte hier der Gegner jetzt dann gleich Winterschlaf einsetzen. In dieser Phase wechseln wir gleich weiter auf unsere Motte mit dem Blitzschlag herbeirufen, um ihm halt so gut wie möglich ja, Schaden zuzufügen. Natürlich, wenn man da critten würde, würde man da meistens den Wundpass bereits töten. Dann wechseln wir weiter auf den leeren Glühr. Da setzen wir zuerst einmal Giftprotokoll ein. Dann werden wir hier vom Wasserjet getroffen. Und da der Gegner jetzt wieder Kopfstoß ready hat, können wir das kontern mit dem blendenden Gift. Somit trifft er 2 Runden nichts. Dann an dieser Stelle gleich wieder wechseln auf die Motte mit dem Blitzschlag. Setzen einem den Gegenzauber ein, damit er sich jetzt nicht wieder hochheilt. Und können dann mit Blitzschlag herbeirufen den Gegner töten. Dann kommt wieder das erste Pad vom Gegner rein. Da wechseln wir aber gleich wieder auf den Bernsteinstecher. Es hat so eine Wechselerei hier. Und hier gibt es ja meistens den Fall, dass man unter 50% fällt. Ist nicht allzu tragisch, weil der Bernsteinstecher immer schneller ist als der Schaufler. Dann an dieser Stelle, wenn das Gift drauf ist, ja, betäuben wir ihn wieder mit dem Bärengefängnis. Wechseln dann hier auf die Motte wieder, setzen einmal den Gegenzauber ein, um den Gegner sozusagen zu betäuben und hauen dann mit Blitzschlag herbeirufen den Gegner weg. Im Hintergrund stirbt meistens so ein Schaufler durch den Dot von ja, Wetter, also vom Gewittersturm plus halt dem Toxin. Oder es kann sein, dass vielleicht noch das letzte Pad dann nochmals in den Kampf kommt, aber ja, man hat ja noch 3 lebende Pets, also sollte nicht das die schwierigste Aufgabe sein. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!